Wir haben jetzt 12 Uhr und tatsächlich sehe ich direkt vor mir auf der anderen Seite dieser großen Schlucht und doch zwei Leute. Übrigens ist das jetzt eine Aufnahme, wo ich das erste Mal ein extra Ansteckmikrofon benutze. Das liegt sonst immer nur rum. Ich hoffe, der Sound ist halbwegs verständlich und nicht zu sehr windbelastet, weil das Mikrofon hat mitgeliefert so einen fetten Buschel, der fast schon größer ist als die Kamera selber. Und musste jetzt erstmal ein bisschen was essen. Kaffee kann ich auch gleich vertragen. Und das ist toll. Ich bin echt froh. Also Mittwoch lohnt sich. Kann ich nur jedem empfehlen. Fast niemand unterwegs. Das ist echt sehr, sehr gut. Sehr, sehr gut. Also ich war ja schon vor einiger Zeit hier. Aber hier ist einiges umgekippt. Und liegen geblieben. Möchte man auch nicht dabei sein, wenn so eine Giganten umkippen. Ist eine ganze Ecke rausgerissen. Da geht's jedenfalls weiter. Haben wir was entdeckt? So, ich glaube, ist das so ein Kuhstall, André? Du weißt das bestimmt. Sieht zumindest so aus. Jetzt bei den rauen Steinen. Gehen wir mal rein in die hübsche Bude. Hier ist wenigstens ringgeschützt, theoretisch. Und ja, hier geht's. Huch. Einfach abwärts. Mal ein bisschen die Blende zu machen. Zu viel Licht. Also, noch weiter vor will ich nicht. Unbedingt, ich kann aber die Kamera ein bisschen. Ihr seht's ja. Hier geht's nur noch in eine Richtung. Und zwar nach unten. Oh, da unten ist ein schöner Weg. Jetzt Bildmitte. Und ganz viel Schnee. Cool. Also hätte ich jetzt nicht zwischendurch schon Pause gemacht, wäre es ja der perfekte Ort, um ein Päuschen zu machen. Wahnsinn. Wie der hier einfach umsteht. Schon ein bisschen schräg aus. Das ist Wahnsinn, wie viele Leute hier rumkokeln. Schaut euch diese Wand an. Die ist einfach nur noch schwarz. Also, normalerweise sieht sie ungefähr so aus. Aber die ist schwarz. Zwar so ziemlich. Liegt auch überall Asche, wollte ich gerade sagen. Ja, Asche auch. Aber verkohltes Holz und alles mögliche rum. Ich finde das ja ein bisschen leichtsinnig. Übrigens ist da eine hübsche kleine Höhle. Wenn man das so Höhle nennen darf. Ich hatte gerade überlegt, ob ich hier noch weiter gehe, aber ich habe schon mal ein bisschen gespäht. Das war theoretisch auch noch irgendwie so eine Höhle, die ich schon mal gesehen hatte. Und der Pfad ist unglaublich eng. Und dann geht es halt einfach nur noch runter. Und da wollte ich jetzt nicht unbedingt lang kraxeln nochmal. Reicht. Na gut. Oh, Mensch. Da hat sich jemand verewigt. Mal ein bisschen die Helligkeit wieder hoch. Ich hoffe, ihr erkennt's. Das wird auch überall gemacht. Na gut. Dann mal weiter. Hallo ihr Lieben. Ihr wisst ja, Werbung wird auf meinem Kanal nach wie vor nicht erscheinen, aber ich muss jetzt mal eine kleine Lanze brechen für einen japanischen Hersteller mit P im Namen, der eine Kameraserie entwickelt hat, die auch sich großer Beliebtheit anscheinend
erfreut, auch wenn sie einen relativ kleinen Sensor hat. Aber warum Lanze brechen? Der Akkumulator, der hält ewig. Diese eine Tour, wo ich im Wald ohne Kart unterwegs war. Ich habe seit dem Zeitpunkt, da hatte ich die Kamera erst quasi, nicht Akku wechseln müssen. Ich habe jetzt auf dieser Tour, Wochen später, nachdem ich schon einige Touren gefilmt habe, die ich aber nicht hochgeladen habe, weil ich damit nicht ganz so zufrieden bin, jetzt erst Akku wechseln müssen. Also die Akkumulatoren sind zwar auch eine ganze Ecke größer als die von meiner eigentlich professionellen Ausrüstung, aber Wahnsinn. Also wie lange das hält, das ist echt Hammer. Also ich kann nur sinngemäß wiederholen, was ich auch auf dem englischen YouTube-Kanal von einem Fotografen, der die gleiche Kamera verwendet, mit unterschiedlichen Objektiven natürlich. Aber ich kann es nur wiederholen, er sagte auch sinngemäß, die Akkus halten einfach Bombe. Auch bei eisigen Temperaturen. Ich konnte mich bisher nicht beklagen, dass sie schneller leer geworden sind. Also Hut ab für eine Kamera, die schon, ein Jahrzehnt hat sie noch nicht auf dem Buckel. Aber für so ein Alter, was sie schon hat, Wahnsinn. Gut, mir fault gleich der Arm ab. Und ich glaube, das kann der Stabilisator nicht mehr lange stabilisieren. Wir sehen uns gleich wieder. So sieht das also aus, wenn hier mal was runterkommt. Schöne Spur der Verwüstung hinterlassen. Sieht sich ungefähr bis dort hinten. Zieht sich das hin, aber scheint hier kein Stein an sich zu sein, mutig durch irgendeinen Baum, weil, na gut, der Klumpen jetzt nicht, aber einige von den kleineren, die lassen sich relativ gut zerlegen. Das ist schon Wahnsinn, wie weit das untergerollt ist. Ist auch einiges an Zerstörung, was halt so Heiligabend, als ich hier schon unterwegs war, nicht so zu sehen war. Ja, der Wind der letzten Tage scheint hier einigen Bäumen sehr, sehr zu Last gefallen zu sein. Aber Juti. Juti. Dann wollen wir mal weiter. Und zwar in diese Richtung hier. Immer entlang des Rauenstein. So, ihr Lieben, dann würde ich mal sagen, war es das jetzt auch so mit der Tour. War halt ein bisschen Freelance, ohne großes Aufbauen. Ich hoffe, euch hat es Spaß gemacht, dabei zu sein, ein bisschen zuzuschauen, Erzgebirge anzuschauen. Mir auf jeden Fall schon. Und irgendwie, Moment, kann es sein, dass das so ein bisschen wie Pickel aussieht hier, die Oberfläche? Jedenfalls werde ich sowas vielleicht hin und wieder mal machen. Und falls es euch gefällt, lasst es mich wissen. Ansonsten kehre ich wieder zum alten Habitus zurück. Gudi. Würde ich sagen, over and out.